Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die mit der Alpha 21 Experimental. Wir haben gerade mal wieder ein Questgebäude mitten in der Nacht erschlossen und ich stehe hier vor dem letzten Tresor, den ich mal eben jetzt hier noch in aller Ruhe knacke, da ich leider keine Dietriche mehr habe. Also, wir sehen uns gleich wieder. Und echt jetzt? Baseballschläger Stufe 1, da lache ich ja drüber. Ja, so viel dazu. Ich finde, unser Abenteuer war recht erfolgreich. Wenn man sich mal so ein bisschen die Ausbeute anguckt, was wir so ergattert haben, war das nicht so schlecht. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt entsprechend wieder zurück und schnappen uns vielleicht noch den einen oder anderen Baum, den wir hier in der Nacht noch finden. Schauen wir mal. Hier haben wir auch alles. Da auch. So, hat man mehr Platz fürs nächste Mal. Die Stühle nehmen wir noch mit. Wir brauchen ja schließlich Holz. Und außerdem kann man sich beim nächsten Mal dann hier besser drum bewegen. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Da muss ich raus. Ups. Sagen wir mal so, ich bin ja eh überladen, also bringt mir das jetzt eh nicht so viel, wenn ich den Hirsch da ausnehmen würde. Den können wir uns noch vornehmen. Aber dann muss auch gut sein. Gut, dann lassen wir das. Wieso ist denn das hier alles unberührt? Das kann ja gar nicht sein. War ich denn hier noch nicht gewesen? So, gucken wir mal, ob wir was decken können. Na, immerhin. Naja, das war doch mal erfolgreich. Wo ist denn hier der nächste Baum? Da drüben. Da ist noch eine Trulla. Und schon sind meine Slots wieder vergeben. Weg damit, ich brauche lieber Benzin. Benzin. Natürlich ist der verschlossen. Na gut, ist es 3 Uhr? Sehen wir mal zu, dass wir hier vielleicht noch ein oder andere finden. Ich weiß gar nicht, ob die Dinger hier. Ah! Man kann die übrigens auch lesen, wie man gesehen hat, kriegt man dann Erfahrungspunkte. Also wenn man jetzt mal so absolut keinen Platz hat, so hier, könnte man sagen, ja komm, dann lese ich das halt. Aber bei 146 Token überlege ich mir das mal. Da hinten sind doch Bäume. Komm, nehmen wir mal ein paar mit. Jetzt habe ich ja Glück und mich sieht keiner. Bis zum Trader ist es ja noch ein bisschen. Also haben wir auch noch entsprechend ein wenig Zeit, hier Holz zu sammeln. Auch wenn wir jetzt Pflastersteine nicht en gros kriegen werden, aber Holz brauche ich echt. Ist noch zu klein. Ausgewachsen ist der auch noch nicht. Oh, doch, ist er tatsächlich. Ich habe nichts gesagt. Ich pflanze einfach hier und da doch noch mal einen Baum nach, sonst habe ich bei mir ja nachher viel zu viele Bäume. Kriegt ein Performance-Problem oder so. Zumindest war das früher ja immer so. Scheint sich gut zu verteilen.
Da ist noch ein Baumstumpf. Vielleicht kriege ich noch mal Honig. Einen habe ich ja, ne? Genau, das heißt, der stackt dann wenigstens. Und ein bisschen Holz kriegt man da auch, aber diesmal nicht. Eigentlich mag ich die Bäume immer nicht so gerne, weil die so buschig sind. Tannenbäume kann man tatsächlich einen Ticken besser überblicken. Mein Fahrrad. Ein bisschen luftig die Lichtung jetzt hier. Gucken wir mal, was es da hinten noch so gibt. Hier sind ja noch ein paar Bäumchen. Wir machen hier eine komplette Umkultivierung aus Nadelmischwald. Wird hier nur ein Laubwald, so wie das gerade aussieht. So, war doch bisher gar nicht so verkehrt. Mal, gibt es hier noch Steinchen? Eigentlich könnten wir ja hier auch noch ein Bäumchen hinsetzen. Ich versuche jetzt mal das Loch etwas klein zu halten, damit ich es im besten Fall hier mit einem Woodframe hinterher wieder zumachen kann. Jetzt darf kein Zombie kommen. So eine schöne gerade Ebene jetzt hier. Kann man ja schon fast richtig als Unterschlupf nehmen. Gibt auch immer ein bisschen XP, jetzt nicht die Welt, aber immerhin ein bisschen. Okidoki, dann soll es das erstmal gewesen sein. Mach das hier so leicht zu. Also würde ich jetzt an der Stelle erstmal etwas Pflastersteine herstellen, weil die brauche ich so oder so. Zurück zum Trailer. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was ich krieg. So, was kriegen wir denn? Tagebuch des Jägers. Schaden an Hirschen. Nee. Robotikkammer. Mhm. Wäre jetzt für die Hordennacht vielleicht schon gar nicht so verkehrt. Oder Fertigungsschriften. Nehmen wir doch den. So, was haben wir noch? Stromzufuhr herstellen. Sowas ist ätzend nachts. So weit weg. Befallene beseitigt. Ja, komm. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Auf geht's zur Base und zacki zacki unsere Hornbase vorbereiten. Wieso? Liegt sogar in unserer Richtung. Was zu trinken? Ah, kann man also immer noch nicht während des Fahrens was zu sich nehmen. Man sollte sich ja voll darauf konzentrieren, was man tut. Aber wir haben es gleich. Ich sehe sie schon. Na guck.
Das müssen wir auf jeden Fall noch aufwerten. Und das da. Weil da werden wir jetzt auch nicht drum herum kommen. Das muss auch aufgewertet werden. Juhu, ich krieg noch mal gleich einen Erfahrungspunkt. Ich kann mir, ja, nicht sagen nebenbei, aber eigentlich noch mal Gedanken machen. Oh, gleich zwei, für was ich die tollen Punkte denn noch einsetzen werde. Die müssen auf jeden Fall zu Pflasterstein, weil da haben wir einfach schon Zombies, die ungemütlich sind. Und dann hoffe ich einfach mal, dass die Base dann hält, ne? Wie gesagt, könnte man sich jetzt auch sparen, indem man direkt die Sachen herstellt, aber ich mache das halt bewusst, um Erfahrungspunkte zu generieren und schneller an Punkte zu kommen. Das sieht doch schon nicht so verkehrt aus. Dann geht es ja mal weiter. Das muss auch noch alles aufgewertet werden. Dann gehen wir erstmal runter. Und weiter. Das geht auf jeden Fall schneller. Weil wir haben ja keine Zeit. Das geht doch jetzt recht zügig. Und hier nochmal die Wand. So, dann haben wir hier noch. Dann werden wir auf jeden Fall hier mit Pflastersteinen noch arbeiten. Stabilisiert deswegen die Ecken und diese Stellen hier, weil das die Zonen sind, wo die Zombies am ehesten erstmal hinkommen. Da ganz oben wird erstmal unwahrscheinlich sein. Aber hier können die ja durchaus mal gegenstoßen, gegenkloppen und damit das halt auch alles steht, sollte das auf jeden Fall aufgewertet sein. Das gleiche gilt für hier. Das muss ja schon irgendwie alles sicher stehen. Hoffen wir mal, dass die Pflastersteine auch ausreichen. Da man ja doch ein paar verbraucht. Unliebsame Gäste. Das haben wir ja gerne hier. Okidoki, das sieht doch schon prima aus. Supi, dann müssen wir hier weiter bauen, dass ich das hier zukriege. Und hier noch weiter bauen, dass ich hier erstmal einen Boden unter den Füßen habe. Der reicht, wenn der erstmal Holz ist. Das muss noch nicht Stein sein. Hauptsache, wir haben irgendwas. So, das hätten wir auch. Dann fangen wir mal hier mit den Eckpfeilern an. Und ich würde vorschlagen, wir nehmen wieder die Gerüstleiter. So können wir halt auch Geier oder dergleichen hier ganz gut durchschießen. Ich habe mir schon gedacht, hier muss auf jeden Fall noch eine Tür hin, damit ich hier auch rein und rauskomme. In einem geschützten Rahmen. Ich weiß gar nicht, ob ich mir hier auch einen hinsetzen werde. Ich glaube hier mal tatsächlich nicht. Genau, den werde ich so lassen. Beziehungsweise hier mache ich mir nur eine Platte hin. Die mache ich bewusst so, weil ich an der anderen Seite noch was hinbauen will. Deswegen muss die jetzt mal so sein. Und hier unten kommt eine Klappe hin. Nein!
Das war jetzt nicht gut. Warum auch immer das jetzt war, das war Vorführeffekt. Ganz toll. Immerhin ist es uns jetzt noch passiert. Warum hat er denn jetzt hier so Probleme gemacht? Das finde ich jetzt ärgerlich. Aber gut, ob ich das ärgerlich finde oder Peng, müssen wir nochmal eruieren, was da Sache ist. Schade. Hoffentlich passiert mir das nicht gleich nochmal. Vielleicht, weil die aus Holz, die anderen aus Stein oder ich habe keine Ahnung. Da haben wir hier nochmal eine Verstärkung drunter. So, jetzt sollte das aber eigentlich klappen. Hier, wenn nicht. Und das Ganze nochmal von vorn. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht erschlagen. Okay, komischerweise jetzt hält es. Warum auch immer. Mal gucken, ob es mit dem Zwischending hier auch immer noch hält. Wenn ich mir jetzt hier noch so einen Springhupser hier hinsetze. Und ich werde mir auch hier unten nochmal... Mal gucken, wie geht das denn? Muss ich jetzt selber mal ausprobieren, wenn ich den da hinpacke. Kann ich dann oben drauf oder... Probieren wir es mal. Genau, das passt, weil dann kann... Wer das hält nicht? Hält. Hält auch. Prima. Kann hier das Teil, nämlich der Schubser, da drauf. So, und jetzt bitte so, dass er da... Ja, falsche Richtung. Nee. Oh, das ist ja jetzt nervig. Jetzt muss ich mir hier umständlich sowas bauen, nur damit ich dich hier richtig hin platzieren kann. Oder einfach runterfalle. So, jetzt aber hier. Ah, perfekt. Okay, dann kann ich noch mal gucken, dass ich den hier auch noch mal mit abstütze. Bisher sieht das ja alles ganz gut aus. Boah, bin ich gespannt, ob das funktioniert. Ja, also dieses Horn-Base-Design ist jetzt nicht auf meinen eigenen Mist gewachsen. Nein, ich habe keine Pflastersteine mehr. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Like freuen und ja, oft, wenn ihr meinen Kanal abonniert, um einfach immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Also dann, eure Bora.